Niedlich. Kann man die backstaben? Hm, was ist das jetzt? Hab ich da vielleicht irgendwas, was hilft? Hab ich da wohl von Rad gefahren? Feuer ist noch nicht bereit. Kann ich aber demnächst mal machen dann. 18 brauche ich dafür. Das Ninja-Schwert, das hat man nichts. Dunkelheit höchstens. Mir fällt mir jetzt auf Anhieb dafür nicht ein. Man sieht hier gar nicht, dass da ein Item liegt, ja? Wegen dem weißen Hintergrund. Ah, okay. Von da komme ich. Ich verstehe. So, das heißt, ich war da oben. Hier hinten geht's nur raus. Das heißt, okay, hier war das eben, wo ich lang gegangen bin. Dann geht's nur noch da drüben oder da hinten raus. Oder hier. Ah, na. Ist das vielleicht der Shortcut für ganz am Anfang? Haha, guck mal einer. Da oben ist das Leuchtfeuer. Sehr schön. Das wäre damit freigeschaltet. Ich erinnere mich noch. Das war die allererste, eine der, ich glaube, die erste Spezialaxt, die ich je bekommen habe. Ganz am Anfang, hohe Mauer von Lofrik. Hallo. Hallo. Sie mal gleich so aggressiv werden müssen. Hier gab's nichts mehr. Jetzt kann ich eigentlich nur noch nach hier hinten gehen. Das sieht aus, als ob ich hier runterspringen könnte. Könnte ich. Muss ich nicht. Und jetzt das ganze Geschirr rumkicken. Okay. Drachen. Habe ich das jetzt echt durch das Tor gerade durchgelootet? Ich meine, easy. Drachentöter-Speer, was kann der? Der Blitz, das ist schön, allerdings habe ich schon eine Blitzwaffe und dazu auch noch eine bessere. Ich hatte doch noch was bekommen vorhin. Drachen-irgendwas-Großschwert. Ich blind? Ja, ist es so. Drakenblut-Großschwert, das hat Magie und Blitz. Das ist doch kein. Das ist doch kein Großschwert. Ziemlich verarschen. Das sind Zeit. Aber Magie und Blitz ist natürlich. Pff, das ist schon eine Nummer. Magie. Ich behalte es mir auf jeden Fall mal und ich werde es mal upgraden, sobald ich wieder zurück bin. Ich hätte nur noch gern. Boah. Ich hätte noch gern ein Leuchtfeuer frei, bevor ich hier mich verabschiede. Allerdings. Oh fuck, ich dachte gerade, was ist das denn, hey? Da hat die Box, die Hitbox gerade ein bisschen rumgebackt. Shortcut ist ja freigeschaltet, also macht das nichts. Ha! Hier noch gegen so einen Fluppy-Mob. Ich will den da.
So geht's auch. Kein Bonfire mehr für mich. Davon muss doch eine Wand, eine Fake Wand sein. Fake Wand. Okay. Das sieht so widerlich aus. Wie sie sich so ausdehnen. Sind es zwei? Ich wollte es gerade sagen. Fuck. Ich dachte, ich krieg den, bevor der Große mich erwischt. Man kann die leider nicht backstabben. Hä? Was? Das juckt ihn gar nicht. Puh. Wie viel habe ich davon jetzt eigentlich? 8 Stück. Also eine Waffe werde ich damit sicherlich upgraden können. Da probiere ich jetzt gar nicht rüber zu gehen. Da kann man. Nee, da kann man nicht rüber. Ich wollte schon sagen. Sieht verlockend aus, aber wenn man genau drauf achtet. Nee, hier geht's allerdings hoch. Das ist was anderes. Da hinten ist ein Drache. Warum ist da hinten ein Drache? Ich will nicht gegen noch einen Drachen kämpfen. Nee. Der eine hat mir gereicht. Die Frage ist jetzt, was bringt es mir hier lang zu laufen, was bringt es... Gar nichts. Das ist einfach nur... Alles klar. Einfach nur ein Umweg für ein Item. Ich verstehe. Das sieht ein bisschen wackelig aus. Was ist denn hier los auf einmal? Warum gibt es hier so viel Zeug? Sonst immer so alle paar Jahre lang. Ja, hier hast du mal eine große... Fuck. Ich höre den Drachen. Ich weiß, dass der da ist. Ich habe ihn schon gesehen. Ich will da trotzdem nicht hin. Unbedingt. Ah nee, das wir haben gehört. Hallo? Warum sind es zwei? Jetzt kann ich mal austesten, ob die Dunkelwaffe was bringt. Wieder? Okay. Dann haben wir 74 mit ganz normal Stärke. Dann haben wir 52 mit Blitz. Und 0. Was? Nee. 58. Scheint nicht so wirklich. Hallo? Also ganz ruhig. Wo ist eigentlich meine Frostwaffe? Meine Einhand-Frostwaffe? Wo ist die eigentlich? Wo ist die vielleicht in der Kiste drin? Fuck. Hallo. Ich mag die. Ist nicht lustig. Okay, ich will jetzt nicht sterben.
zur Sicherheit sich so reinringen. Das ist einfach nur zur Sicherheit. Okay. Okay, Drache dann. Ist das theoretisch schaffbar? 199 gegen 47 und... Okay. Autsch. Hallo. Der drückt da vorne hin und ich werde hier hinten getroffen. Hier, was ist das? Dann machen wir das Ganze so. Wo ist es denn? Hä? Bin ich blind? Nee. Toll, jetzt fliegt... Oh, nein, der fliegt nicht... Toll, jetzt fliegt er da oben hin. Ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Okay, er geht wieder auf seine normale Position und dann jetzt müsste er eigentlich hier runterkommen. Drache, mach keinen Scheiß. Ich sehe da vorne so ein komisches Echsenvieh. Ja, und muss ich ihn vielleicht neu triggern irgendwie, dass es nicht funktioniert, wenn ich schon draußen bin? So. Also ich war hier und dann geht's hier hoch und dann müsste der Drache kommen. Aber kommt nicht. Ha. Der ist jetzt nur hier am Feuerspein. Das heißt, ich hatte jetzt meine Chance quasi. Hallo. Oh Gott, ich bin... Alter. Die Rolle ist ja der Hammer. Hm. Die drücken mich hier rein. Ich will da... Hallo. Hallo. Sag mal... Alter. Ich kann... Das gibt's nicht. Das sind... Ich hasse sie. Erst habe ich sie gemacht, weil sie lustig aussehen, aber jetzt hasse ich sie. Ich habe keine Heilung mehr. Ernsthaft? Ich habe ernsthaft keine... Fuck. Warum hat der denn noch volle Leben? Irgendwas? Oh Gott. Nicht noch so einer. Was? Die hat Havel wieder geholt? Wow. Fuck. Ich bin am Arsch. Hört der irgendwann mal auf? Nee. Nein, 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 nein. Ciao. Och nee, ich... Oh Gott. Nein. Ich will nicht. Ja, ja, ja. Setz dich, obwohl das... Na, kann ich? Nee, kann ich nicht. Na dann.
Wechsel. Fuck. Ne. Hevel ist eine Sau. Ob er jetzt nur gespawnt wurde oder tatsächlich existiert, er ist immer eine Sau. Okay, die Seelen habe ich zum Glück nicht verloren, auch wenn ich direkt dann hier spawne quasi. Frage ist, wo sind meine Seelen? Achso. Ich bin so doof. Einfach nicht antworten. Ist, glaube ich, das Beste. So, Folge... Aufnahme ist jetzt rum, so langsam. Ich gehe jetzt nochmal zurück, guck mir die Boss-Seele an, was ich dafür bekomme. Und dann mach ich fertig. Genau, hier oben. 237.000 sind schon eine ordentliche Nummer. Das war, wie immer, super schlecht. Das kann doch nicht sein, dass er immer an irgendeiner behinderten Hitbox hängen bleibt. Ach. So. Es gibt nichts. Es gibt genau rein gar nichts. Ne, gibt's nicht. I took the maturest thy fate alone. All the more should thy fate entail such foul betrayal. Ich hab gar keine. Hey, ich dachte, ich hätte eine Seele bekommen. Ah nee, ich hab den. Ja. Ich hab den Drachen. Ich hab keine Seele bekommen. Stimmt, ja. Dann. Einmal noch den ganzen. Ja, ja. Erzähl mir, was ich nicht weiß. What? Durchwirken? Nee, verstärken. Sehr schön. Gucken wir mal. Tatsächlich scharfer, alter, kruder, simpler. Ich hätte gerne einen schweren. Habe ich leider nicht. Guck mal, wenn ich hier Feuer skill, habe ich physisch Magie, Feuer und Blitz auf der Waffe. Das ist die ultimative Waffe dann. Allerdings. Na, ich weiß es nicht. Also so wie es jetzt ist, hat es halt 78. Aber ich habe halt eine. Wohl, wenn ich die hätte, hätte ich Blitz, Feuer und Magie allerdings. Blitz ist halt hier 120, also 135 quasi, und hier wären es dann 71. 111 Feuer, das ist hier halt auch ein bisschen mehr. Aber die ist halt auch, die ist ja eh schon Magie und Blitz. Das heißt, die Blitzwaffe wird dann ausgetauscht. Das heißt, die brauche ich nicht mehr abzugraden. Die Feuerwaffe wird nicht ausgetauscht. Allerdings, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben einen Gegner, der absolut keine Immunität, keine Resistenzen hat, keine Schwächen. Dann macht die physischen Schaden, 170 ungefähr, und Blitzschaden auch nochmal so 130. Das heißt, ungefähr 300 Schaden pro Schlag. Diese hier
würde jetzt schon 100 machen, dann nochmal 100, nochmal 78, also der mit 100, fast 130, dann nochmal ungefähr 80 und nochmal ungefähr 80 drauf. Nur auf plus 1 und der ist plus 6. Also, wenn ich die hier jetzt nochmal mit Feuer durchwirke, habe ich... Ich mach's einfach, komm. Ich kann es immer noch zurückändern. Alle, so. Allerdings Magie. Und Blitz ändert sich nicht. Ah, warte mal, wenn ich jetzt das hier wieder abändere, dann wird das andere höher. Ich mach's nochmal zurück. So ändert sich, also so erhöht sich nämlich dann gleichzeitig. Das heißt, ich habe jetzt hier 100, 200, nochmal 120, also nochmal 240. Wenn ich jetzt durchwirke, jetzt habe ich nur keinen Feueredelstein mehr, geht's wieder zurück auf 71. Okay, hier Blitz, wird der, das Blitz auf jeden Fall. Also egal was ich mache, setzt Magie und Blitz zurück. Ausgenommen den Edelstein, die nur den physischen Schaden beeinflussen. Das heißt, hätte ich jetzt, er ist gealtert, ja, aber hätte ich jetzt noch einen schweren Edelstein, könnte ich die Skalierung noch ein bisschen verbessern. Gealterten Krude. Das heißt, ich kann hier nichts reinmachen, ohne dass es den Magie- und den Blitzschaden wieder zerstört. Nur physische Edelsteine quasi. 195, das wird halt die Skalierung komplett rausnehmen. Das hier wird ein bisschen die Skalierung aufteilen. Da ich allerdings nicht so viel Geschicklichkeit habe. Schwierig. Das hier wird natürlich komplett auf Geschicklichkeit gehen. Also eher in Richtung Geschicklichkeit. Ich lasse es erstmal so. So, verstärken. Ich brauche eine Titanscholle jetzt. Und nochmal 4 Brocken. Funkeltitanit? Blitz, das ist ja dann... Also das hier macht jetzt 120 und 15. Das macht 120, also... Ist auch nicht viel, viel schlechter. Okay. Das Ding hier, Titanschuppe, habe ich nie ausprobiert. Eleonora. Was ist denn heute los? Mensch. Das Niesen die ganze Zeit. Chaoslänge. Ich kann natürlich den Hammer jetzt noch upgraden, aber wie gesagt, wenn es noch bessere Boss-Seelen gibt, die ich dann noch verbessern kann, deswegen... Okay. Pretty, be careful. Ich werde es mir merken. Das heißt... Kann ich generieren? Ne? Ach fuck, das wiegt einiges. Warum wiegt das so... Achso, wegen dem Schild. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch... Warte mal, welches Schild ist denn da das Beste? Das hier nicht. Das... Nein... Das wäre eine Magie, aber auch nicht wirklich viel besser. Das heißt, ich bräuchte nur so 3% in Belastbarkeit. Das wäre optimal. Very well, then take. Ich kann 5-mal skillen. Ich skill erst. Ich mach mal pro Level, dass ich nicht zu viele. Farewell, Ashley. Zu viele verschwende. Okay, 72. Das heißt, welcome, wenn ich noch. Very well, take. 3 Level. Nicht hier, sondern
drei Level hier reinmache und sagen wir mal ein Level hier rein, damit ich 18 habe. Farewell, Ashley. Passt das, okay. Das heißt Magie, Blitz und dann Feuer ist alle Einzelnes. Wunderbar. Damit habe ich drei optimale Waffen. Das ist natürlich ein Großschwert, aber wenn man mal jetzt das hier zum Beispiel vergleicht. Oder das hier. Mit dem hier. Nein. Hallo. Es greift langsamer an. Das auf jeden Fall, aber nicht viel langsamer. Also ist schon in Ordnung. So. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge und für diese Aufnahme. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Dann geht's weiter mit einem ganz besonderen Gegner, den ich... Ich habe noch nie gegen ihn gekämpft. Ich weiß, dass er als einer der härtesten Bosse gelten soll. Aber lassen wir uns überraschen. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis dahin.